Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei State of Decay 2. Wir werden heute weitermachen. Und, aha, ich habe das jetzt gerade alles noch nicht gesehen. Wir... Ressourcen suchen. Suche Lebensmittel. Wir sollten mal rufen, sehen, ob jemand weiß, wo wir ein paar Supplies finden. Jetzt wollte ich mal fragen, ich konnte doch irgendwo... Ich konnte doch irgendwo Sachen auswählen. Kann ich jetzt zum Beispiel Nate sagen? Warum sind denn alle so traurig? Das ist doch scheiße. Okay, ich kann es ihm leider nicht sagen. Kleiner Slot. Garten. Aha, aha, aha. Zerstören. Mod. Keine. Schade. Die Frage ist ja... Aktionen verordnen. Mach doch mal. Vielleicht ist es ganz gut. So. Wir nehmen jetzt mal ein Kettle Rock Estate. Wo ist das? Hier dort. Nee, das ist was anderes. Suche nach Lebensmitteln. Suche im Kettle Rock Estate nach Lebensmitteln. Also hier, da und da. Dann machen wir das jetzt gerade mal. Ich weiß, wir haben noch einen Auftrag, den wir mit Hodges erledigen wollten. Ich weiß, da hatten wir noch was. Aber als erstes geht's mal vor, dass wir hier was zu essen haben, weil ich glaube, sonst wird die Situation einfach langsam ein bisschen kritisch, was unsere liebe Enklave hier angeht, und das wollen wir nicht. Das wollen wir verhindern. Alter. Lauf doch nicht so, so laut vielmehr. Platsch. Okay. Kann ich jetzt auch von hier aus... Ah ja, warte mal. RB ist Funk. Moral hoffnungslos. Aber kann ich denn nicht von hier aus auch irgendwie auf die Gemeinschaft zugreifen? Da ich jetzt zum Beispiel Holloway sage... Das finde ich halt so ein bisschen schade, dass ich das eben nicht machen kann. Okay, man könnte sich jetzt spezialisieren. Machen wir aber jetzt noch nicht. Okay. Wo gibt's Essen? Hier links irgendwo soll es was geben. Ich markiere das mal auf der Map. So, dann machen wir erstmal das. Dann suchen wir jetzt erstmal nach Nahrung. Ich denke, das könnte ganz wichtig sein. Da waren wir, glaube ich, tatsächlich noch nie drin in dem Haus, oder? In der Nähe waren wir auf jeden Fall mal. Ah doch, wir waren hier schon mal. Ist ja alles markiert dementsprechend. Platsch. Au. Okay. Wir öffnen das Ganze mal. Glad nobody else looted this place before we found it. Ja, zum Glück. Ja, das ist jetzt aber auch nicht die Welt. Dummes Messer da. Wir bräuchten was zu futtern. Vielleicht hier im Haus. Das kann natürlich sein. Also schauen wir uns hier mal in Ruhe um. Damit wir auch wieder genug Futter finden. Also ich weiß nicht, vielleicht wäre es sogar ganz gut gewesen, wenn wir dieses andere Pärchen genommen haben.
Eine Schießanlage? Ach du liebe Zeit. Boah, klingt ja nett. Aber auch nicht gerade leicht zu bauen, oder? Wo hätten wir noch Essen? Wir hätten auch hier noch Essen. Sollen wir vielleicht da mal gucken? Weil hier finde ich einfach nichts, ne? Lass uns doch mal nebenan gucken. Ist ja auch nicht weit weg von hier. Klatsch. So, dann gucken wir mal. Ist das nicht das, wo wir schon mal drin waren? Dort ist voll gegen die Stange gelaufen. Tatsächlich, da waren wir schon mal drin. Wurde wahrscheinlich wieder aufgefüllt. So. Hey, trust me, you wanna hear this offer. Send someone over. Okay, ein Angebot. Very nice. On my way. Und da haben wir Lebensmittel. Sehr gut. Okay, dann können wir damit zurück. Und unseren Freunden aus der Enklave von der guten Nachricht Bericht erstatten. Und dann ist natürlich die Frage... Wisst ihr was? Ich ignoriere euch jetzt einfach mal. Dann ist natürlich die Frage, ob wir mal zu Florian gehen sollten. Aber wir hatten mit Hodgson einen Auftrag, ich weiß. Also wir hatten auf jeden Fall mit Hodgson noch eine Quest, die wir absolvieren wollten. Du bist ja lästig. Naja, hat sich der liebe Joff nochmal im Kämpfen verbessert. Ist auch schön. So. Ach, das Essen ist gar nicht das Problem. Oh. Ja gut, Your order has arrived. Okay. Wir brauchen Medikamente. Das ist die Problematik. Was? Stimme von Projekt irgendwas? I don't know. Gratis. Gut, gratis kann man ja eigentlich immer annehmen. Aber eigentlich suchen wir aktuell Medikamente. So. Jetzt würde ich dann doch ganz gern wechseln. Und zwar zu... Ja, nehmen wir mal Hodges. Die Frage ist nur, wie kriege ich die Moral gebessert? Hodges hat... Bis... Warum habe ich die Quest jetzt nicht mehr? Na klasse. Ja, dann brauchen wir Hodges auch nicht auswählen. Dann nehme ich Andy. Sorry, dann nehmen wir Andy und gehen mal vorbei bei unseren lieben Freunden, den Besowskis. Ich bin sehr gespannt, was die für uns zu bieten haben. Oder was die uns erzählen wollen oder was abgeht. Aber wir haben sehr viele Medikamente, ne? So, was brauchen wir für die Pistole? 9 mm. Das heißt, den Kram hier können wir auch weglegen. Das hier können wir weglegen. Okay. Und dann können wir auch schon wieder loslegen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich spiele das Spiel halt nicht richtig, weil... Es kann nicht sein, dass ich hier die ganze Zeit...
Ja, klar. Es kann nicht sein, dass ich hier die ganze Zeit Probleme habe, oder? Ja, Charles, gucken wir mal. Das Problem ist ja, dass wir hier auch so mehr als genug zu tun haben. So. Oh. Wo? Was? Wandernde Horde. Ah ja, okay. Hier oben sieht es langsam ein bisschen schlecht aus. Das gefällt mir nicht. Vor allen Dingen, weil es jetzt auch hier so langsam rüberschwappt zu unserem Gebiet. Was ist hier? Suche nach Medikamenten. Okay. Und hier haben wir den lieben Flo, ne? Oder? Ne, das war das Steinmauerhaus, genau. Hier ist unser Außenposten. Dann sind hier die Gastwirte. Okay. Wie fahren wir dahin? Oh, am besten lebend. Okay, wir fahren runter, dann links. Ich würde ganz gerne erstmal diese Horde da aufhalten. Die Gesundheit ist bereits voll. Wir haben ein bisschen wenig Gesundheit, ne? Ups. Das macht mir tatsächlich etwas Angst. Okay, wir können gleich nochmal aussteigen. Denn das Ding hier ist schon wieder leer. Was mache ich denn da eigentlich? Entschuldigung. Ah, das kann man leider nicht verschnellern. Okay. Müssen wir mit dieser Geschwindigkeit jetzt leben. So, und dann fahren wir mal kurz zu Flo. Wobei ich glaube, ja, ich glaube, es wäre Quatsch, ne? Nee, komm, wir müssen jetzt mal Prioritäten setzen. Wir müssen Prioritäten setzen. Wir fahren erstmal mit Joff zur Medikamentenbasis. Ja, ich find's doof, dass man hier nicht richtig speichern kann. Also das Spiel ist leider doch noch davon entfernt, perfekt zu sein. Ja klar, macht Spaß, logisch. Wir fahren mal mit Joff Medikamente suchen. Denn wenn wir das nicht schaffen, dann ist hier sowieso bald Schicht. So, als erstes gucken wir mal nach dieser wandernden Horde. Gucken wir mal, dass die wir die mit dem Auto umfahren. Das ist mir hier sonst zu heikel. Jetzt wäre natürlich sowas wie dieser Ghetto Blaster oder sowas ganz praktisch, ne? Wenn die alle auf einen Haufen zusammenrottet, dann kann man sie halt ganz geschmeidig einmal alle umfahren. Hupen kann man ja nicht, oder? Doch, kann man. Cool. Hi. Na du? So, haben wir jetzt alle, oder? Zumindest ist das Symbol weg. Alles klar, wir fahren nach unten und dann nach links, ne? Was Tommy im Angebot hat, da können wir eigentlich auch dran vorbeifahren. Ja, kein Problem, ich nehme dich gerne noch mit.
Da fahren wir noch beim Tommy vorbei. Und gucken wir mal, was der so von uns möchte. Ich glaube, da rechts stand er auch schon. Problem ist nur, dass wir jetzt gerade ein bisschen viel Zombies am Hals haben. Huch, Alter. Sehr gut, danke. Ist auch schon Tommy. Dann gehen wir mal bei dem vorbei und schauen mal, was er so für uns hat. Hoffentlich irgendwas Gutes. Wo ist er denn? Yo. Hi. Boah, der sieht ja genauso aus wie Holloway. Netzwerkhändler. Das Netzwerk hilft euch dabei zu bekommen, was ihr braucht. Okay. Thomas Kehoe. Let's haggle. Was hat er denn so? No problem. I can't believe we actually live like this. Tasche mit Notfallausrüstung. Mhm. Oh, Medikamenten. Beinhaltet Nähte, chirurgische Klebeverbände. Das ist sehr gut. Das müssen wir leider erwerben. Tschüss. So, und ansonsten haben wir leider kein Geld mehr, ne? Ja, Erste-Hilfe-Kasten, das könnten wir uns noch leisten. So, aber vielen, vielen Dank. Das ist praktisch. Das hat sich schon gelohnt. Dann wissen wir, hier wohnt also Tommy. Der geht uns ja jetzt nicht hinterher, oder? Ja, das war Quatsch. Wow, wie elegant er das macht. Okay, jetzt fahren wir weiter Richtung Flow. Und dort sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part hier von State of Decay 2.